Hallo liebe Freunde und Fans des Porsche Zentrum Dortmund. Wir melden uns heute wieder aus dem Herzen des Ruhrgebiets, aus Dortmund, aus unserem schönen neuen Porsche Zentrum. Der Colin Ziebuhl und ich stellen euch heute ein ganz besonderes Auto vor, den neuen GT3 und das auch noch in einer ganz besonderen Farbe mit ganz besonderen Exclusive Highlights. Bleibt gespannt. Der neue GT3 ist an sich schon ein sehr, sehr besonderes und individuelles Auto. Aber unser Auto hat noch ganz, ganz andere besondere Highlights. Wir beginnen einfach mal mit dem Exterieur und mein Kollege Colin wird euch erklären, was an unserem Auto so besonders ist. Ja, Lennart, vielen Dank. Ich möchte euch jetzt ein paar Details zum Fahrzeug außen erzählen. Wir haben ja eine ganz besondere Außenfarbe und zwar ist das irisch-grün. Das ist eine Sonderfarbe, ein sogenannter Paint-to-Sample-Ton. Paint-to-Sample, was heißt das? Das bedeutet einfach lackiert nach Muster. Und das ist eine sehr alte Porsche-Farbe. Das ist die Lieblings-Porsche-Farbe von Wolfgang Porsche. Und der ein oder andere Kenner weiß das, der erste Dienstwagen von Ferry Porsche hat genau diese Farbe getragen. Also eine sehr historische Farbe und damit zitieren wir natürlich auch den Markenkern bei diesem Fahrzeug. Ja, neben der besonderen Außenfarbe haben wir auch eine besondere Bremsanlage verbaut in dem Fahrzeug, die sogenannte Porsche Ceramic Composite Brake, erkennbar an den gelben Bremssätteln. Dazu wird der Lennart entsprechend auch noch im Interieur eingehen, was man da so wiederfindet in dem Farbton. Die Bremse kann man seit kurzem auch in Schwarz bestellen, wenn man das möchte. Die meisten Kunden bevorzugen die aber in Gelb, weil man eben auch dadurch erkennt, dass es eine Keramikbremse ist. Wir haben hier eine Mischbereifung, vorne 20 Zoll und hinten 21 Zoll, für die Tracknutzung entsprechend mit Semislicks versehen. Das Fahrzeug ist mit einem Clubsportpaket ausgestattet, das heißt mit einem Überrollbügel. Man kann eine Erweiterung nach vorne noch dazu bestellen. Das wäre allerdings dann wirklich nur für Freunde, die regelmäßig damit auf der Rennstrecke fahren, zu empfehlen. Ja, wodurch zeichnet sich dieses Fahrzeug besonders aus? Charakteristisch für den GT3 ist der Saugmotor, den wir hier im Heck haben. In dem Fall ein 4-Liter-Motor mit 510 PS. Und, jedem bekannt, der große Heckspoiler. Für Menschen, denen das so aufdringlich wäre, gibt es das Fahrzeug auch mit Touring-Paket. Das heißt, dann entfällt dieser große Heckspoiler. Man hat einen glatten Heckabgang und das Fahrzeug fällt einfach im normalen Straßenverkehr nicht so auf. Besonders, wenn man dann eine etwas dezentere Außenfarbe wählt, als wir das in diesem Fall getan haben. Ja, wir haben hier ein wunderbares Dach in Sichtcarbon. Normalerweise haben wir hier ein Blechdach. Und dieses Sichtcarbon-Dach bietet nochmal eine Gewichtsersparnis. Und neben der Gewichtsersparnis auch eine wunderbare Optik. Ja, ein weiteres Highlight ist die Kofferraumhaube des Fahrzeugs und die möchte ich jetzt mal für euch öffnen und zeigen, was sich darin verbirgt. Die Haube ist aus Carbon gefertigt, kann man auch wunderbar sehen. Ist innen drin natürlich nicht klar überlackiert, weil es nicht geschützt werden muss. Man kann da sehr schön sehen, wie die gearbeitet ist, bringt eine super Gewichtsersparnis und auch entsprechend mit diesen Belüftungsöffnungen Novum das erste Mal beim 911er, entsprechend beim normalen GT3-Modell, dass die Haube mit Öffnung versehen ist. Ein weiteres Detail des Clubsportpaketes findet ihr hier. Das sind die 6-Punkt-Gurte für Fahrer und Beifahrer, die entsprechend im Innenraum am Überrollbügel befestigt werden und dann bei der Rennstreckennutzung auch Sinn ergeben. Sinnvollerweise würde man das dann um einen Helm ergänzen. Ja, bevor ich jetzt an Lennart übergebe, möchte ich euch noch ein ganz kleines Highlight für zwischendurch präsentieren. Kommt mal mit. Passend zum Thema. 991.2 GT3, also der genaue Vorgänger von dem Fahrzeug, über das wir gerade gesprochen haben. Auch in einer Sonderfarbe, Slate Grey. Das ist ein gebrauchtes Fahrzeug. Der Besitzer dieses Fahrzeugs ist großer Steve McQueen-Fan. Erkennt man der Außenfarbe, genau diese Farbe hat Steve McQueen auf seinem ersten Porsche gefahren. Und weil er Steve McQueen so toll findet, hat er sogar einen Spruch in die Einstiegsleiste gravieren lassen. So, wir schauen uns jetzt nun einmal die Highlights unseres Exclusive Showcars an. Dinge, die wir ganz bewusst konfiguriert haben, um ja, die besonderen Highlights der Exklusivmanufaktur zeigen zu können. Das erste exklusive Highlight, für das wir uns entschieden haben, sind die gelben Ziernähte. Die sind passend zum Bremssattel der Keramikbremse, worauf der Colin gerade schon eingegangen ist. Und das spiegelt sich im gesamten Interieur wieder. Die gelbe Naht ziert den gesamten Fahrzeuginnenraum von Sitz über Armaturenbrett und als besonderes Highlight unsere belederte Lenksäule. Und auch hier finden wir die gelbe Naht wieder. Wir haben die besonderen Fußmatten, die auch die schöne gelbe Naht zeigen und auch noch besonders gepolstert sind. Nicht nur, dass das Fahrzeug einen Rennkäfig hat als Clubsport, wir haben dazu auch noch die B-Säule in Alcantara bezogen, wie den gesamten restlichen Innenraum, als auch das Lenkrad ist auch in Alcantara bezogen. Und was sehr, sehr gut dazu passt, ist das
Interieur in Carbon. Das Fahrzeug besitzt jegliche Zusatzleistung an Leder. Wir haben sogar die Lüftungsumrandung mitbeledert und auch hier wieder die dazugehörige gelbe Ziernaht. Um das gesamte Interieur abzurunden, haben wir uns auch nicht nehmen lassen, die Bordmappe dem Fahrzeug anzupassen. Hierbei handelt es sich um die Exklusivmanufaktur Bordmappe, die natürlich dann auch wieder die gelbe Ziernaht prägt und auch den Porsche Exklusivmanufaktur Schriftzug. Ich glaube, das passt schon. Neben den besonderen Leder-Highlights hat das Fahrzeug natürlich auch alles, das, was für den nächsten Trackday wichtig ist. Wir haben den Rennsitz, bekannt aus dem 918 Spider, und natürlich auch den Käfig, sodass wir für den nächsten Trackday ideal vorbereitet sind. So, Colin, ich glaube, wir haben unseren Freunden und Fans jetzt die wichtigsten Dinge zu unserem Exclusive Showcar erzählt. Ja, das denke ich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.